Sonnenuntergang, Lagerhaus. Denk daran. Heute Nacht kriegen wir diese Halunken dran. Hütet euch vor den Kultisten. Hallo. Guten Tag. Euer Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Hört zu, wärt ihr eventuell bereit, euch von euren Zähnen zu trennen? Nur von ein paar, zwei oder drei. Oh, nicht bloß Zähne, nein. Ich nehme die meisten Organe, ein paar Gliedmaßen, Blut oder Auswurf, aber nur in einem Behältnis, etwas Tragbares. Ich bin eine Anatomin, eine Forscherin, und man kann die Portale des Wissens nicht durchschreiten, wenn man die entsprechenden Türen davor nicht aufgestoßen hat. Das bedeutet, ich brauche Leichen, vorzugsweise Leblose. Meine letzte Abhandlung beschäftigt sich mit der Anatomie der Niskaru. Zweifellos ein kontroverses Thema, zumal ich noch nie einen gesehen habe. Hört zu, solltet ihr euch jemals in der Nähe eines Niskaru-Mauls wiederfinden, ohne als seine Beute zu enden, bringt mir seine Reißzähne mit. Ihr wisst ja, was die Leute sagen. Die Zähne sind die Fenster zum Mund oder so ähnlich. Das ist sehr beruhigend. Ich habe so ziemlich jeden im Lager gefragt und mich so zu einer echten Außenseiterin gemacht. Hätte bloß jeder eure Vorliebe fürs Leichenplündern, für die Wissenschaft. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Ich kann mich integrieren, im Meer der Gesichter untertauchen. Eine große Stadt wäre zwar besser, aber es ist ausreichend. Ihr werdet überrascht, wie wenige Leute eine Anatomin um sich haben wollen. Es ist immer dasselbe. Runter mit der Nase oder ist das Blut? Ich mag die Bürgermeisterin wirklich sehr, aber eins sage ich gleich, ihr Schädel gehört mir. Ich habe mit den Magiern in Rathir studiert, aber sie baten mich zu gehen. Anscheinend war es ihnen äußerst unangenehm, dass jemand ohne ihr Wissen ihre Stuhlproben sammelte. Die Gnome in Adessa nahmen mich auch nicht auf. Zu groß. Es war immer mein größter Traum, das Leben zu studieren, es zu verstehen und mehr Wissen zu erlangen. Wenn dafür ein paar hundert Unschuldige sterben müssen, soll es so sein. Seht mich nicht so an. Ich bin ursprünglich aus Apotyre. Den Schnee mag ich allerdings nicht besonders oder die Höhe. Die Kälte konserviert die Leichen jedoch besser. Wenn man also den richtigen Platz findet, kann man eine ganze Menge davon aufbewahren. Etwa eine geheime Höhle oder ein beeindruckende Kreaturen. Reine Chaosmagie. Ist das zu glauben? Das Beste an ihnen ist, dass sie gedankenlose Monster sind. Blutdürstige Bestien ohne Seele oder Bewusstsein. Es kümmert niemanden, wenn man sie zerlegt.
seid erneut gegrüßt. Ich hätte nicht erwartet, euch so schnell wiederzusehen. Nennt es Vorhersehung. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um unsere Vorstellung zu sehen. Die Bürger von Sturmweg waren so nett, Colette und den Echos eine Bühne für unser erstes Konzert in Mithras zur Verfügung zu stellen. Wir werden sie nicht enttäuschen. Heute Abend, und zwar völlig kostenlos. Wir finden, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, an unserer Erkundung der Klänge der Mithraner teilzuhaben. Zero wäre es lieber, wenn wir Eintritt verlangen würden, aber das kann er nicht einfach durchsetzen. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Immerhin seid ihr direkt für die Gründung von Colette und die Echos verantwortlich. Nochmals vielen Dank. Willkommen in Sturm.
Ich habe von diesem Wächter Blackwood die Nase voll. Er ist ein Angeber und ein Feigling. Er weigert sich, sich mein Ungezieferproblem überhaupt anzusehen. Ungeziefer, Ratten, ihr wisst schon. Jeder Idiot würde damit fertig werden, solange er das richtige Werkzeug hat. Ein Hammer, ein Schwert, ein Schürhaken, irgendetwas. Moment mal, seid ihr die Kammerjägerin? Hat der Wächter wirklich jemanden damit beauftragt, unser Problem zu lösen? Ausgezeichnet. Reden wir über die Bezahlung. Wir können euch nicht viel anbieten, aber wir werden unser Bestes geben. Die Bezahlung erfolgt natürlich erst dann, wenn ihr mir bewiesen habt, dass die Arbeit erledigt ist. Es ist nicht üblich, für Dienstleistungen zu bezahlen, bevor sie erbracht wurden. Ich bin mir sicher, dass ihr das versteht. Mallory, Nina und ich haben die Lagerhäuser seit Wochen nicht mehr benutzt, weil es Probleme gibt. Ihr könnt euch dort gerne umsehen. Ich bin ein Mann von hohem Ansehen in meiner Heimat Odessa, wo ich dazu erzogen wurde, die schönen Dinge des Lebens zu genießen, bis, nun ja, wir alles verloren haben. Jetzt habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Reichtum und die Ehre meiner Familie wiederherzustellen. Transaktion für Transaktion. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass dieser Prozess nur sehr langsam voranschreitet. Sehr langsam. Wartet! Das ist Mithros? Ich werde in Menetia erwartet. Es sei denn... Oh, Verzeihung. Mein Terminplan ist ein wenig chaotisch. Kompliziert. Ich bin mir sicher, dass ihr das versteht. Ja, Mithros ist in Ordnung. Und kalt. Haltet euch von den Kultisten fern, wenn ihr könnt. Kommt mal wieder vorbei. Was? Hallo?
Wir haben uns auf Bedingungen geeinigt. Jetzt liegt es an euch, die Leistung zu erbringen. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt die Schmiede jederzeit benutzen, solange ihr keine Vorherbestimmte seid. In dem Fall müsst ihr euch woanders umsehen. Das meine ich ernst. Ist das eine Fangfrage? Was haben sie nicht getan? Seit diese Mörder Sturmweg betreten haben, ist nichts mehr, wie es einmal war. Hört zu. Ich arbeite eng mit einigen betroffenen Parteien in der Region zusammen. Sie haben ein dauerhaftes Angebot. Jedes Mitglied der Vorherbestimmten trägt ein Talisman als Beweis seiner Loyalität gegenüber Telogros. Klein, silbern, billig. Doch falls ihr ein paar dieser Talismane in die Hände bekommt, bezahle ich euch gutes Geld dafür. Und die Prämie steht allen offen. Lasst uns jetzt das Thema wechseln. Mein Ehemann und ich sind vor 10 Jahren aus den Ebenen hierher gezogen. Wir wuchsen als Reisende auf, doch als wir älter wurden, passte dieses Leben nicht mehr zu uns. Wir verließen das Mondlager und ließen uns hier im Dorf nieder. Es war perfekt. Ruhig, friedlich. Der ideale Ort für einen Neuanfang. Wir liebten es hier, bis Telogros mit seiner Brut eintraf. Seither herrscht hier nur noch Chaos. Aber versprechen Sie nicht genau das? Die meisten in der Stadt machen normal weiter. Doch die Angst hat uns fest in ihrem grausamen Griff. Es schmerzt, darüber zu reden. Darüber, was sie getan haben. Doch ich muss es tun, um die Erinnerung an meinen Geliebten zu bewahren. Arun. Sie verhafteten ihn unter falschen Anschuldigungen und sperrten ihn in die Starkwindfeste. Ich hörte nie wieder von ihm. Angeblich versuchte er zu fliehen, woraufhin sie ihn in Notwehr töteten. Doch das ist eine Lüge. Er wurde abgeschlachtet. Eine sichere Reise.